Christoph Franz und Michael Mayer, ein Duo. Ja, also Christoph Franz und Michael Mayer nicht zu verwechseln mit dem CEO der Lufthansa, so, sondern zwei ganz junge Künstler, die frisch ab der Hochschule sozusagen hier in dieses Projekt hineingekommen sind, die ganz am äußeren Rand von Zürich West ein Projekt realisieren, das sich auf die Zeit bezieht, wenn wir in dieser Welt nicht mehr mit Benzin Auto fahren. Sie bauen nämlich eine Ruine, die Ruine einer Tankstelle nach. Das heißt also, sie schauen voraus in eine Zeit, wenn eben die Tankstellen nicht mehr benutzt werden, weil es kein Benzin mehr gibt, weil es kein Erdöl mehr gibt und deswegen zerfallen. Das ist mal der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist natürlich, dass die europäischen Fürsten im 18. Jahrhundert und auch im 19. Jahrhundert sehr gerne sich in ihren großen Parkanlagen Ruinen haben errichten lassen, die eben sich orientiert haben an den Ruinen, wie man sie in Italien oder in Griechenland vorgefunden haben, um eben auch so diese Beziehung zu dieser großen Hochkultur sozusagen herzustellen. Und die Hochkultur des Benzin bzw. des Erdöls, das wird sicher auch irgendwann einmal Geschichte sein.